Nun, selbstverständlich lässt sich das ändern. Nun, bisher hatte ich eben nicht die Möglichkeiten, vor allem weil sie auch verschwunden war. Wenn ihr jetzt sagt, dass sie jetzt wieder da sein sollte, dann müssten wir gucken, wie wir sie wieder vor den Vizeadmiral setzen, der ja zurzeit ernannt ist. Wie heißt dieser Mann denn überhaupt? Ehrenbrand von Hardenfels. Sitzt, wie gesagt, im Oktagon. Wir haben zusätzlich noch den Konteradmiral Hakon von Sturmfels, der zurzeit als sein Vertreter fungiert. Das ist der Nun. Freund von Prayadania. Es gibt vielleicht Möglichkeiten, sich der Loyalität des Vizeadmirals sicher zu sein. Sprecht von Man, Zaubern? ja, natürlich. Nun, das Zaubern gegen oder für einen Admiral oder Vizeadmiral beziehungsweise die Generalität ist schwierig. Wenn das bemerkt wird, ist das ebenso Hochverrat. Einmal angenommen, ihr würdet verkünden, dass die Admiralin zurück sei und Vizeadmiral von Hardenfels zurücktreten müsse. Wenn er sich weigern würde, hättet ihr eine Handhabe. Wenn die Admiralin wieder zurück ist, dann steht sie auf dem Präsentierteller des aventurischen Boten. Und ja, wenn Ehrenbrand von Hardenfels sein ehrhafter Mann ist, dann wird er zurücktreten. Das hat Prayadania übrigens selbst versucht. Sie hat aufgrund der schwerwiegenden Gerüchte schon dreimal der Kaiserin angeboten, zurückzutreten. Das hatte Rohaya aber verneint. Sie hat den Rücktrittsgesuch abgelehnt. Aber wenn es eine Frage der öffentlichen Meinung und des aventurischen Boten ist, könnte man nicht einfach, ich weiß nicht, ein wenig Geld in die Hand nehmen, dass der aventurische Bote einen netten Artikel über die Heldentaten der Admiralin schreibt und wie sie heroisch zurückgekehrt ist von einer gefährlichen Geheimmission. Und ich weiß nicht, man würde dann noch in den Gassen Perikums ein paar Goldstücke verteilen, Das ist um, eine gute naja. Idee. Das ist tatsächlich eine gute Idee, aber das ist genau das, was ich eben sagte. Das hier ist Politik und mit solchen Mitteln, dass wir den aventurischen Boten mit einbeziehen, das sind genau solche Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen. Hier Messer zu ziehen oder Zauber zu zücken, ist ähnlich wie in Alanfa schwierig. Und wenn sie dem Alkohol verfallen ist, nun, auch das ist kein unlösbares Problem, wenn sie sich denn helfen lassen möchte. Wobei ich mir allerdings dabei nicht so sicher bin. Außerdem macht ein kleiner Fehler einen Menschen doch erst menschlich und einen Zwergen erst zwergisch. Ich denke, ihr Alkoholismus wird nicht das große Problem sein. Lieber ein Held mit Schwächen als ein ganz glattgespülter, nicht wahr? Dann solltet ihr zum aventurischen Boten gehen und dort einen Artikel oder eine große Interviewreihe reinsetzen. Ich weiß nicht, ob Mythram Korsfeld selber noch in der Stadt weilt oder ob er wieder bereits aufgebrochen ist, vielleicht in die Schwarzen Lande oder so etwas, aber spielt ja auch keine Rolle, wer diesen Artikel schreibt. Aber das ist das, was wir brauchen. Jede Redet. menschliche Schwäche kann zu einem Einfallstor für die Erzdämonen werden, aber ich glaube tatsächlich auch, dass in diesem Fall eher nun diese Schwäche missbraucht wird, um sie schlecht zu reden. Also gut. Klärt das bitte nicht mit Schwertern und nicht mit Zauberei. Das ist Politik. Geht auf die Einladung von Olamarix ein, findet heraus, was er von euch möchte, wenn er euch zu einem Essen in sein Kontor lädt. Und dann sprecht ihr sowohl mit Ehrenbrand von Hardenfels, dem Vizeadmiral, als auch mit seinem Stellvertreter Hakon von Sturmfels, der wie gesagt ein Freund von Prayadania ist oder war. Meinetwegen könnt ihr auch mit den Störrebrand sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr da Eiler von Schattengrund selbst mit einbeziehen müsst. Tja, und dann geht ihr zum aventurischen Boten. Und ihr meint, sollte Ola uns tatsächlich vergiften, könntet ihr etwas tun? Ich gehe davon aus, ja. Interessant. Außerdem Aber haben wir ja. Sempetilio, der kann bestimmt auch was tun und ich ja auch zur Not. Und da ist Magia jetzt wieder angebracht. Naja, versteht mich an dieser Stelle nicht falsch, aber euer Einfluss ist mehr als enttäuschend. Aber wir haben ja keine Wahl.
Mit diesen Worten möchte ich aufstehen und gehen. Tja, er schaut so ein bisschen bedroppelt rein, weil er weiß, dass du recht hast. Ja, lass dich gehen. Habt Dank für die Informationen, die ihr mit uns geteilt habt. Sehr gerne. Wenn ihr noch etwas wissen möchtet... Ich gehe auf den Tisch aus und folge dann Rafim. Wenn ihr noch etwas wissen möchtet, sagt Bescheid. Oh ja, wie steht ihr eigentlich zu Marchesa? Sie ist bei uns mit auf dem Schiff. Wir haben sie jetzt nicht mitgebracht, weil wir nicht wussten, wie ihr zu ihr steht. Ihr seid verwandt, oder? Marchesca Paligan. Ja, ja. Ich glaube, das Adapter, ist eine ja. Cousine zweiten oder dritten Grades. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich in den Stammbäumen einmal nachsehen. Naja, ich dachte nur, vielleicht seid ihr zusammen aufgewachsen oder so. Ihr seid ja mehr oder weniger im gleichen Alter. Ja, aber ich wollte euch nur... Ich bin schon lange nicht in Al-Anfa gewesen. Ich wirke von Perikum bzw. von Gareth aus für das Reich. Ja, keine Frage. Ich dachte nur, vielleicht wolltet ihr sie sehen oder so. Deshalb habe ich das angesprochen. Ganz nonchalant, wie man im Horasreich sagt. Vielleicht komme ich mal vorbei. Nun, ich hoffe, dass wir das Problem Mariks für euch klären können. In aller Güte. Und wenn das nicht in aller Güte ist, dann anders. Viel Erfolg. Gehabt euch wohl. Mach's gut. Tja, er hebt noch einmal die Hand. Kramt dann den aventurischen Boten und den Brief wieder zusammen und besieht sich dann... Habt ihr den dagelassen, den Brief von... Ich denke ja. Ja, er ist Kreisgroß Geheimrat, das macht ja auch nur Sinn, der ist jetzt an der richtigen Stelle. Und verstaut das wieder in der Schublade, währenddessen könnt ihr nach draußen gehen und werdet dann wieder erstmal in Richtung des Gartens mit dem zugefrorenen Brunnen geführt. Ihr könnt natürlich auch weiter nach draußen gehen auf die Straßen, aber ihr seid ja sowas wie alleine und könnt dort reden oder dass euch jemand belauscht. Nun wollen wir einmal sehen, wann wir diese Einladung stattfindet. Ich würde mal diesen Brief aufmachen von Mariks. Und mal lesen, ob was da genau drin steht jetzt. Wann wir eingeladen werden, zu welcher Uhrzeit? Es ist generell eine Einladung, dass ihr doch gerne in sein Kontor kommen dürft, um die jüngsten Großtaten von euch zu feiern. Dem Ruf, der euch vorauseilt, möchte man folgen und fragen, was Helden eures Formats nach Perikum treibt. Oh, ich denke, er erwartet wohl eine Antwort. Dann sollten wir einen Boten schicken, würde ich vorschlagen. Wie wäre es, wenn wir selber hingehen? Direkt. Stante Peter. Ich weiß nicht, ob das nicht verfrüht ist. Sollten wir vielleicht zuerst mit diesem Ehrenbrand von Hardenfels reden? Oder besser noch mit Hakon von Sturmfels, der angeblich früher ein Freund Praia Danias war. Wir könnten sagen, wir wollen die Unterstützung der Perlenmeerflotte für den Kampf gegen die Blutige See, was den Tatsachen entspricht, und könnten es so aussehen lassen, als wollten wir über ihn an den Vizeadmiral herankommen und einmal sehen, wie er so reagiert, wie er auf den Vizeadmiral zu sprechen ist. Wir könnten uns genauso aber auch an die anderen Handelshäuser hier, was auch immer auf der Liste stand, Störrebrand, dieser Klange, und wir kriegen hier sicherlich noch irgendwo einen Bootleitartikel, aber die anderen Handelshäuser werden doch sicher dafür interessiert sein, welches Haus dafür verantwortlich ist, dass deren Schiffe überfallen werden und nicht die eigenen. Und zumal Störrebrand auch der Besitzer des aventurischen Booten ist, ihr könnt Munia ein gutes Wort für uns einlegen, wenn wir diesen Artikel platzieren wollen. Noch ein Grund mehr, zu ihm zu gehen. Ich glaube, das könnte alles sehr aufschlussreich sein. Und das Abendessen mit Barix würde ich gerne noch ein wenig vor uns herschieben, denn nun, vielleicht wollen wir uns vergiften lassen, wenn wir keinen anderen Weg mehr sehen. Nun, das spreche ich nur für euch. Ich will mich nicht vergiften lassen. Dann haben wir heute einfach keinen. Aber Abelmir, ein Gift ist nicht gleich ein Gift. Auch Worte können Gift sein. Wir müssen ja nicht unbedingt daran sterben. Wenn wir ihn auf legalem Weg nicht zu fassen bekommen können, könnten wir ihm ein falsches Verbrechen anhängen. Nun, dann präsentiert euch als Opfer. Gerne. Ich denke darüber nach. Aber wie gesagt, deswegen würde ich gerne erst noch andere Informationen sammeln. Und mit Serpentilio sprechen.
Voltax hat aber auch recht. Sollten wir dann am Ende zu Marix gehen, sollten wir uns von seinen Worten nicht vergiften lassen. Als erfahrener Intrigant, wenn er wirklich aus der Heimat kommt, dann wird er genau wissen, was er zu sagen hat, um uns auseinanderzubringen. Aber, wir kennen doch auch ein paar Leute, die sicherlich, was Intrigen angeht, ganz vorne mit dabei sind, die wir gegebenenfalls um Rat bitten könnten. Wen meint ihr? Naja, Lara. Das letzte Mal sind wir jetzt nicht optimal auseinandergegangen, aber ich kenne sie ja schon eine ganze Weile. Ich weiß nur nicht, wo sie gegenwärtig ist. Ob sie bei Selindian ist oder bei Ohaya oder vielleicht hier vor Ort. Ja, Voltax, ich befürchte, dafür haben wir keine Zeit. Dann können wir auch gleich auf die Inquisition warten. Hm. Nun, wenn sie vor Ort wäre, könnte sie uns helfen. Ich wollte nur diese Möglichkeit in den Raum stellen. Da ihr wahrscheinlich nicht die Heilige Boron-Inquisition meint, gehe ich davon aus, dass die auch keine Hilfe wäre. Naja, ich überlege ehrlich gesagt, bei den Rondrianern einfach selber vorstellig zu werden. Ja, ja, ich würde sowieso ganz gerne zu den Rondrianern gehen, weil, naja, ich Eila lange nicht gesehen habe. Mal schauen, ob sie die Paktierer in ihren eigenen Reihen oder Dämonenverbündler genauso gut akzeptiert wie der Reichsgroßgeheimrat. Und außerdem habt ihr euch extra eure Schärpen angezogen. Ja, ja. Dann lasst uns doch zu Eila von Schattengrund gehen. Immerhin können wir dort eine freundliche Aufnahme erwarten. Übrigens, sollte der Bastard uns vergiften, werde ich ihn mit meinen eigenen Händen töten. Nur ich denke nicht, dass er auf solche primitive Mittel zurückgreifen wird. Naja, das würde ich ihm raten. Nur wenn er glaubt, damit davon kommen zu können. Das wäre doch sehr auffällig, wenn er uns einnäht und alle Helden in seiner Amtsstube verscheiden würden. Naja, ich will nichts sagen, aber wir haben Briefe von Feinden des Reiches, Dämonenbündler und der Reichsgroßgeheimrat hat uns gesagt, er kann da leider nichts tun. Ich glaube, unser Ableben wird den Grafen vielleicht unangenehm stören, aber wirklich ein Problem scheint das ja nicht zu sein. Alles sehr enttäuschend. Wenn ihr mich entschuldigen könnt, dann werde ich euch nicht weiter zu der nächsten hohen Person begleiten. Ich habe mich hier schon nutzlos gefühlt. Ich werde mich mal mit ein paar Seeleuten in den verschiedenen Tavernen unterhalten und mal eine Liste zusammenstellen von Handelsschiffen, die über die letzten Monate ausgelaufen sind und nicht wiedergekommen sind. Oh ja, das klingt gut. Dann kannst du auch gleichzeitig schon mit dem Straßenwahlkampf für unsere Admirälin anfangen. Gib in ihrem Namen ein paar Drinks aus und dieses und jenes, du weißt ja, wie das läuft, du bist ja Seemann. Ja, sollte ich das schon tun, bevor wir uns eine Geschichte ausgedacht haben, wie dass sie von einer großen Heldentat oder so wiederkam? Ja. Ihr könntet ihren Amtsnachfolger schlecht machen und sagen, dass das zu ihren Zeiten nicht alles perfekt war, aber dass heute doch auch nichts besser geworden ist. Ja, ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass sie dass die Mittelreicher hier in einem, alles, was ein Südländer sagt, für bare Münze nehmen werden. Ich meine, würde zu uns in die Heimat so eine Blasshaut und unsere Leute schlecht machen? Nun, ihr könnt Gerüchte streuen, dass sie nun ja, dass der stellvertretende Admiral in merkwürdige Geschäfte mit den Südländern verstrickt ist und nun ja, ihr seid ein Teil davon, dieser Geschichte. Ja, ihr seid der Böse. Ich lass mir was einfallen. Ich denke, es ist schon viel geholfen, wenn ihr an diese Informationen kommt, die ihr sucht. Gutes Gelingen, Diamantas. Wir treffen uns dann wieder am Schiff? Ja. Wisst ihr, ob es hier Maraskana gibt? Nun, zumindest den einen. Hm. Naja, ich meine nur, weil der Klatsch ja gewissermaßen auch eine Art Wahlkampf ist, nicht wahr? Ich denke, Pergum hat keinen Maskana-Viertel wie Alanfa. Nein, ich sprach nicht von einem ganzen Viertel, aber es wird doch einige hier geben. Nun, wenn es drei Maskana in Pergum gibt, dann ist das kein Klatsch.
Ja, ihr habt schon recht. Zum Klatsch braucht man mindestens 5. Das ist mir auch bewusst. Naja, aber alles, was ihr dem ersten Maraskaner erzählt, wird der dritte auch wissen. Also da hat Boltax jetzt nicht unrecht. Die können ja nicht die Fresse halten. Aber ich denke, wir sollten aufbrechen, bevor ich hier mich noch in Rage rede. Und bevor wir uns, nun ja, auf wir verhalten uns auffällig, wenn wir hier rumstehen. Wir sind zwar auch im Innenhof, aber wir sollten uns trotzdem beeilen und unauffällig sein. Aber mir, ich bin 2,5 Schritt groß und trage eine Waffe bei mir, die vermutlich zu schwer ist, um für die es die meisten Menschen nicht tragen können. Ich bin nicht unauffällig. Nun gut, ihr lenkt zumindest von mir ab. Nein, nicht wirklich. Also nicht ich finde, wirklich. Ihr seid eine herausstechende Persönlichkeit, Abimir. Das weiß ich aber. Und ich hoffe mein Bestes, irgendwie im Schatten zu. Also, wie viele Bettleute mit euch gesprochen haben, das war ja gar seltsam. Also, nee, aber das habe ich noch nie gesehen. Also wirklich, also jeder Händler hatte ja an euch Interesse. Habt ihr vielleicht irgendwie euren Beutel zu voll gemacht auf dem Schiff? Habt ihr Stollen Nummer 5 aufgelegt? Nein, das würde es erklären. Dann würden sie ja wegrennen und auf mich zu. Aber das ist vielleicht eine gute Idee. Nein, das ist keine gute Idee. Lass uns einfach gehen. Und so brecht ihr auf. Serpentilio, was möchtest du derweil tun, während die anderen unterwegs sind? Wie bereits angekündigt, wird Serpentilio sich einen Dukatengardisten, der gerade Dienst hat, herbeinehmen. Und beide werden in Zivil von Bord gehen und ein wenig das, nicht sonst als das Hafenviertel, Pelikrom ist ja nicht so dermaßen groß, mal den, zum einen natürlich die Marktplätze und Räume und diverse Krämer durchwühlen. Zum einen Nachschub für den Alchemiebedarf, vermutlich werden irgendwelche Nonsens-Dinge mal wieder alle sein, Raunen sind ja immer so beliebte, wir haben schon wieder keine mehr Dinge. Und zum anderen einfach mal sehen, was man so an interessanten Sachen findet, die man unter Umständen als Donarium verwenden könnte. Ja, also du wirst vor allem beschränkt sein durch die blutige See, da gibt es keine oder wenige Handelswaren. Dann ist es Winter, du kriegst also nur Sachen, die im Winter gedeihen und dann eben auch nur in der Äquatorregion, beziehungsweise dann eben hier um Pelikrom herum. Das ja, aber so Sachen extrem ein. Für lebende Dinge ja, aber verschiedene Salze, Schwefelquell etc. Pechblende. Ja. Aber wenn du genau. Jetzt eine Alraune haben willst, das wird schon schwierig. Ja, das war jetzt mal als Beispiel. Ja. Alraune kriegt man dafür gewöhnlich eingelegt. Ich weiß aber nicht, wie die Akademie hier versorgt wird. Oh, und ob es irgendwie freie Alchemisten in der Stadt gibt, wie die Situation ist. Ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, er wird den halben Tag dann dazu bringen, durchzuklappern und einfach mal zu sehen. Sucht nicht wirklich nach irgendwas und habt währenddessen die Ohren offen. Ja, nur für den Fall, dass man hier was stolpert. Gassenwissenprobe, Gerüchte als Spezialisierung würde zählen. An den Gassenwissen bekomme ich eine Erschwernis, weil ich die, wie hast du denn die Sonderfertigkeit? Come on, Tamel, hilf mir. Kulturkunde. Danke, Kulturkunde Mittelreich nicht habe. Das ist eine Erschwernis von 3. Okay, lass mich kurz schauen, ob mein Gassenwissen wer aktuell ist. Ist er mit gerade einmal 7. Das könnte jetzt übel werden. Das sieht aber Doppel-1. Das ist der Crit. Ja, du hörst dich ein bisschen um bei verschiedenen Händlern. Du bekommst Alraun, Schwefel. Also normalerweise würdest du sagen, gerade zu dieser Jahreszeit ist es unglaublich schwierig. Aber du bekommst quasi all das, was du irgendwie brauchst. Also Alraun, du guckst kurz rein, sind eingelegt. Die lebt sogar. Das ist eine lebende Alraune, die da wohl irgendwie eingetopft wurde. Die versucht krampfhaft gerade mit diesem Öl zu kämpfen, das ihr eingelegt wurde. Schluckt und schluckt und schluckt, aber sie stirbt einfach nicht. Das scheint der Händler scheint das auch gar nicht irgendwie bemerkt zu haben. Oder ja, zumindest ist das ein absolutes Schnäppchen, eine lebende Alraune zu bekommen. Und ja, währenddessen kannst du dann auch dich umfragen, umhören, was du auch eben wissen magst. Gezielt wissen würde ich nicht. Ich frage mal über die Situation und was man gerade so denkt und ach, wie schrecklich das alles ist. Da habt ihr gerade echt wirklich Glück gehabt. Also ich meine, gerade reingekommen, die Mareksen, die haben ja richtig gut die Schiffe gerade, ne? Sind zwei aus dem hohen Norden gekommen und das andere, das war schon ein bisschen länger unterwegs, das kam wohl, glaube ich, aus Charypso oder so, sagt man. Naja, zumindest waren die unterwegs und die sind gerade frisch reingekommen. Ich habe selber noch nicht über die Waren gekommen, aber guckt mal hier, ich habe 2 Alraun sind da drauf. Die kann ich euch gleich überschreiben, wenn ihr mögt. Sind noch gar nicht ausgepackt, die Kisten.
Sicher doch. Von weit her, sagt ihr. Nur für den Fall der Fälle. Ihr könnt mir nicht sagen, wen man da ein bisschen ansprechen müsste, um bei dem Adelshaus vorstellig zu werden. Zwecks der Geschäfte. Wenn es doch bei Ihnen. Also jetzt, ich habe jetzt einige Sonderverträge. Ich kann euch das günstig abgeben. Aber die sind, also ihr könnt da selbstverständlich auch beim Kontor selber kaufen. Ne? Dann müsst ihr euch, ich weiß gar nicht, ob ihr euch vorlassen so als reisender Alchemist, aber ja doch bestimmt, warum denn nicht. Die Preise sind aber schon happig, ne? Also sind halt eben die vermögendsten und auch die erfolgreichsten Händler hier in Pericom. Das ist mal ganz ab davon. Ne? Also selbst die Paligans, die kaufen ja auch hier. Ne? Also jeder, der irgendwie Waren, vor allem aus dem Süden beziehen will, wegen der blutigen See kommen die ja gar nicht hier hin, ne? Genau, das wundert mich auch ein klein wenig. Die Herren scheinen einen anderen Trick zu kennen. Ja, also es gibt halt schon Gerüchte, ne? So, dass Ola Marix einen Pakt hat, so. Aber das sind schon Gerüchte, ne? Das halte ich doch sehr für Hanebüchen, aber. Ich wollte gerade sagen. Die eine oder andere Sache muss er wohl können. Oder kennen. Ja, kennen und können, sicherlich. Ja, seine ganze Familie, ja. Da sind ja auch ganz viele vom Magistrat oder. Eingeheiratet, hier diese Höhe-Villa hat ja auch ein Kind, ne? Die war längere Zeit jetzt auf Abenteuer und die ist jetzt wieder hier. Ich glaube, ich hab gehört, die hat einen 11-jährigen Sohn. Die hat sie einfach hier zurückgelassen. Naja, aber ihr Mann ist ja auch noch hier, auch wenn sie den eigentlich gar nicht liebt, aber hier sein soll der wohl. Das war so wieder so eine Zwangsheirat oder so, habe ich gehört. Ha. Ja. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Es wird sich irgendwie in den Smalltalk vermutlich von da aus verlaufen. Ja. Also wenn du nachfragen solltest, der Pakt soll wohl nicht mit Charybdoroth geschlossen sein, sondern eben als Händler mit Tasfarelel, dem blutigen Gürtelschneider. Interessanterweise hört man das an mehreren Stellen oder wenn mehrere Leute fragen, kommen da mehrere angebliche Pakte bei rum? Nee, nicht mehrere Pakte, aber also mit deiner wenn ich jemand anderen frage, genau. Meint der dann in Wahrheit, er hätte einen Pakt mit Charybdoroth und der nächste meint, nein, er hätte einen mit Solver, sorry, mit Leugamot oder einigen, sind die sich also irgendwie auf Zollver einig? Also wenn du explizit nachfragst, dann hinter vorgehaltener Hand, ja, mit Tasfarelel, ja. Also alle sagen Tasfarelel, aber das ist. Ob das jetzt so stimmt, ja, das ist normale Menschenkenntnisprobe. Also die eine Sache ist, glauben die das selber? Und selbst wenn sie es glauben, muss es ja nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Menschenkenntnis vermutlich nicht so. Alle sprechen von Tasfarelel. Ah, Menschenkenntnis relativ geworfen. Ja, mit der Schwernis, die wir da reinpacken wegen der falschen Kulturkunde. Ja, trotzdem ein paar Punkte über. Ja. Also, Das sind halt echte Gerüchte, ne? Und wenn er einen Pakt hätte, dann wäre er sicherlich natürlich, auch bei sagen, der Inquisition. Wenn irgendjemand einen haltbaren Hinweis hätte, wären die Leute schon auf den Barrikaden. Aber sind die sich einig über das Warum? Weil er einfach besser als Störrebrand ist. Richtig, oder nur, der ist erfolgreich, der muss einen Pakt mit Tauschen mit Zauber haben. Er hat sogar Störrebrand an den Abgrund gedruckt, sag ich mal. Ich meine, den geht's aventurienweit geht's den halt überhaupt nicht schlecht. Und das war nie ein prosperierender Hafen von den Störrebrands, das war halt einfach ein Hafen so. Aber selbst die hat er wohl richtig krass an den Rand gedrückt. Erfährt man, wie man unkompliziert an den örtlichen Störrebrandvertreter rankäme? Like, hat der eine Lieblingskneipe oder so? Also Leute, die was auf sich geben, die gehen wohl am meisten nach oben in den Harzdener. Qualität 6, Preis 6, das geht natürlich besser. Gut, einen Selander wird es hier nicht geben, aber so all diejenigen, die wirklich was auf sich geben, die gehen ins Gasthaus Harzdener. Da soll wohl auch mal der heilige Jarlan gastiert haben, als er bei seinem ersten Pericum-Besuch eingefahren ist. Da war der wohl auch hier und hat dann irgendwie, man redet wohl von Fässern mit Brandöl, die Geschichte geht wohl rum. Da war der wohl im Gasthaus Harzdener untergekommen. Ja, aber du hast Jarlan nie kennengelernt, dementsprechend. Zweifelsohne Hanebüchen, Geschichten um Donarien, Reliquien zu verkaufen. Harzdener liegt neben dem Ingrim-Tempel. Ansonsten, ich glaube, es war es an der Gerüchteküche. Hilf mir kurz aus, Serpentino wird das wissen. Die Akademie der Abschwörung ist eine weiße, nicht wahr? Ja. So, Bibliothekszugang ist absolut für Außen, für Gildenfremde gar nicht drin.
Wahrscheinlich nicht. Dachte aber sie nehmen, trotz dessen, dass sie weiße Gilde sind, sie haben eine unglaublich gute Verbindung zu den Neoniten hier vor Ort und versuchen sich eben nicht nur mit der Austreibung von Geistern, sondern eben auch von Geisteskrankheiten. Gerade Olorant ist da ein ganz großer Freund von und versucht da eben als Magister Magnus Contrarius auch auf profanem Wege dem Ganzen Herr zu werden. Und wenn du dich anbötest als Seelenkundiger oder als Geisterentschwörer, dann könntest du sogar als Schwarzmagier da Einlass bekommen. Halte ich im Hinterkopf, hatte ich aber gerade für zu langwierig, also dass es uns bringt, denn es wollte wieder nach Schiffs kommen, denn wir wollen noch ein paar Stunden unterwegs sein, fängt sehr mit Video an, einen Invocatio Integra vorzubereiten. Nur für den Fall, nur für den Fall. Dann bist du auch raus, wenn du nach Dämonen stinkst. Wir machen weiter mit Zulamin. Nein, wir beschwören nicht. Wir zeichnen nur den Kreis. Du bist ein dreckiger Schwarzmagier, Nekroman. Zulamin, du und deine Gruppe. Ich weiß nicht, wer das jetzt alles ist. Zulamin. Serpentilius auf dem Schiff. Abelmir wird er mit? Nur Diamantis ja. Und Serpentilius sind nicht dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Diamantis ist nicht dabei. Raphim kommt mit und Boltax kommt mit. Genau, wir wollen zu Eila von Schattengrund. Gut.